So, Freunde, guten Morgen. Gerade aufgewacht. Ein scheinbar verregneter Sonntag. Wir müssen mal gucken, was draus wird. Heute ist Papatag. Womit man rechnen muss in so einer Flüssigphase ist, abgesehen davon, dass meine Augen ganz furchtbar aussehen, ist, ja, wir haben 10 nach 8 heute Morgen und du wachst auf und bist sofort hungrig. Das ist ganz anders als sonst und jetzt machen wir erstmal uns fertig und dann gibt's einen Shake. Ich hoffe, ihr begleitet mich heute wieder und mal sehen, wie der Tag wird. Wie ihr wisst, bin ich natürlich ein Musikliebhaber, deswegen startet natürlich kein Morgen ohne Musik. Heute gibt's Tiger Army. Ja, Freunde, wir haben jetzt mittlerweile 12:30 mittags, es ist Zeit fürs Mittagessen und bei mir gibt es heute Mittag nochmal Schokonuss. Und heute ist es relativ verregnet, vielleicht gehen wir nachher nochmal kurz raus, etwas spazieren. Heute ist Papatag und ja, mein Sohn ist da. Hallo Leute. Ja, den zeigen wir natürlich nicht. Und wir gucken in der Zeit heute Das kleine Gespenst, Verfilmung von Alfred Preußler, wer das Buch gelesen hat, sehr zu empfehlen. Er hat auch den Räuber Hotzenplotz geschrieben und andere Dinge. Ja. In diesem Sinne sehen wir uns nachher wieder und ja, ich wünsche euch eine gute Zeit. Ja, Freunde, es ist mittlerweile relativ spät. Ihr seht, es ist schon dunkel. Ich habe nur eine Abendrunde gemacht. Wir haben jetzt gleich so um die 21 Uhr und ich muss meine 10.000 Schritte am Tag immer voll haben. Deswegen habe ich das heute jetzt nochmal gestartet. Ich hatte die ganze Zeit Papatag und so und wir haben ein paar Filme geguckt. Es hat die ganze Zeit geregnet. Jetzt ist es schön trocken und die Luft ist auch nicht ganz so kalt. Deswegen auch heute in Shorts unterwegs. Und wie gesagt, 10.000 Schritte voll. Was heute natürlich noch total wichtig war, ist, dass ich heute im Laufe des Tages natürlich auch dann nochmal gewogen habe. Und was soll ich sagen? Nicht nur eine Kleidergröße verloren in der Flüssigphase, sondern einfach auch mal nochmal weitere 3,5 Kilo, also fast 4 Kilo. Und finde ich gut, ist ein gutes Ergebnis, freut mich total und werde jetzt noch bis nach Hause laufen. Ihr seht hier den wunderschönen, ich habe euch ein kleines Video angehängt, Frankenthaler Rathausplatz. Ist abends total geil, tagsüber auch super. Müsst ihr mal besuchen. Dienstags und freitags ist hier von morgens um, ich glaube, 9 oder so. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, 8 oder 9. Bis nachmittags 14, 15 Uhr ist hier Marktleben. Also wirklich mit Ständen und ganz viel Lebensmittel und auch Krimskrams. Und ja, Frankenthaler Innenstadt ist immer lohnenswert. Müsst ihr euch auf jeden Fall angucken. Und mache ich mal ein separates Video zu, was es hier so gibt. Hier ist also, wie gesagt, total schöne Innenstadt. Ihr hört jetzt so ein bisschen Gekreische da hinten. Es sind so ein paar Jugendliche, die irgendwie von der Party kommen da hinten. Die haben ein bisschen Spaß, ist ja auch okay. Und Polizei kommt auch schon in die Richtung. Also Frankenthal herrscht noch Zucht in Ordnung. Der Wochenmarkt, wunderschön hier. Könnt auch super geile regionale Lebensmittel kaufen. Ich kaufe auch ganz gerne regional und für einen günstigen Preis. Das hast du ja auch nicht überall und das finde ich halt echt gut. Ja. Wird mir nach der OP, glaube ich, zugutekommen, wenn es angeht in die Breiphase, Shakes und so. Ja, da werde ich mir da auch, ich habe mir extra so ein Smoothie mehr zugelegt letztes Jahr und ich glaube, dass da einiges zu machen ist. Ja. Und nichtsdestotrotz wird es gleich mal weitergehen. Vielleicht melde ich mich nochmal zu Hause gleich, noch ein, zwei Worte zum Tag und ja, Abendessen muss ich ja auch noch. Also ich bin ja losgelaufen, nachdem Niklas, also mein Sohnemann, weg war. Und muss jetzt so also langsam irgendwie was essen. Ich merke, dass es ein bisschen so Richtung Unterzucker geht, mir ein bisschen flau wird. Aber wie gesagt, ich habe euch versprochen, jeden Tag mitzunehmen. Und das ziehen wir jetzt auch durch. Und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Und ja, vielleicht gibt es noch ein, zwei Einblicke von unserer Innenstadt. Und allein von diesem wunderbaren Tulpenbeet ist schon nice. Ja. Alles klar, wir sehen uns gleich wieder. Wenn ihr übrigens in Frankenthal mal unterwegs seid, dürft ihr nicht unsere Sehenswürdigkeiten hier außer Betracht lassen. Ja, wie nice einfach dieses Speyerer Tor beleuchtet ist, oder? Schon geil. So, liebe Freunde, etwas durchgefroren bin ich jetzt wieder daheim. Es sind auch nur noch 8 Grad und ich glaube, es wird auch noch kälter heute Nacht.
Deswegen erstmal einen guten Fencheltee. Der war nämlich noch auf dem Stöfchen und ist schön warm. Ja. Ja, was ich noch vorhin loswerden wollte, abgesehen von der wunderschönen Innenstadt, ist natürlich auch der Stand der heutigen Dinge, was passiert ist. Also wie gesagt, es sind ein paar Kilos runter jetzt mittlerweile wieder. Und ja, dazu kommt noch, dass ich mir ein gutes Pensum an Wasser angewöhnt habe mittlerweile. 3,5 Liter am Tag und das ist, glaube ich, ganz gut. Plus Tee natürlich. Kannst du natürlich direkt nach der OP wahrscheinlich gar nicht durchhalten, das ist logisch, aber ja, im Moment ist es ganz gut, finde ich. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr mit dabei seid. Nochmal vielen Dank für die Mails gestern, das hat mich sehr gefreut. Und ja, mal gucken, was die Tage noch so passiert. Bleibt dabei. Heute ist nicht ganz so viel passiert, aber natürlich, lasst mich noch gesagt sein, wenn ihr weiter Bock habt auf den Content, weiter wollt, dass wir über bariatrische OPs sprechen, stellt Fragen. Ihr dürft gerne in die Kommentare Sachen schreiben. Lasst mir bitte ein Like da und es wäre cool, wenn ihr den Kanal abonniert. Würde mich freuen. Ist so ein bisschen Feedback für mich. Ja, ob den Leuten das gefällt, was wir hier so machen, was ich hier so mache. Und ja, einfach cool und habt Spaß. Genießt die Zeit und seid friedlich, Freunde.